Dream. Dream, Dream, Dream. Ja, ja. Also ich bin ein bisschen sauer, dass er was gegen einen Daimler hat, ja. Aber ist in Ordnung. Ich muss sagen, ja gut. Ist halt Geschmackssache, ja. Dream irgendwie, irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Produziert ist das Ganze von BKs, Dream und Ramon. BKs, ne? Bekannt eher so von den ganzen Kollegen Farid Bang und sonst was Sachen. Ich war sehr überrascht, ihn hier zu sehen. Aber ich finde, das passt auch sehr gut zu ihm. Gitarre ist von Ramon, Vocals von Natürlich. Master ist von Markus Schulz. Video von Jan Grabinger. Irgendwie, irgendwann. Da schon wieder 3 Minuten 37. Krass. Nee, wir haben Boondock-Album noch nicht gehört. Gehen wir morgen Abend rein. Aber ich habe schon die Zeile gehört. Nur lieber an den Brudi. Nur lieber an den Bre. Also, irgendwie, irgendwann. Let's go. Noch heute viele Menschen bei diesem Anblick glasige Augen. Die Musikkassette hat ganze Generationen durch ihre Kindheit, Pubertät und oft länger begleitet. Kompakter und robuster als eine Schallplatte. Alles Gute zu deinem Geburtstag, lieber Timo. Medium der 70er und 80er Jahre. Nicht zuletzt als Mixtape. Heute 20er Heisel. 70er. Oha, kriegen wir hier so eine Retro-Geschichte von ihm? Oh no. Ach so, Dream hat heute... Ach so, das passt sogar. Der hat heute Geburtstag. Ah, wie sympathisch, okay? Die alten Zeiten, sie sind längst vorbei. Die schwarze Lunge ist, was uns bleibt. All die Jahre gerieten so schnell in Vergessenheit. Ja, der Typ hat es drauf, entweder so eine Partystimmung aufzubauen oder halt so eine richtige Nostalgie einfach nur, ne? Das ist irgendwie Dream. Immer wenn ich bei dem reinhöre, denke ich mir, Gruppengefühle, so Freunde, Familie, dies, das, ne, solche Sachen, Party zusammen machen oder halt wirklich einfach so nostalgisch irgendwie. Ich mein, Franz ist bis heute im Auslandsjahr und Fifi zündete den Bauspader, alle verliebt, ich sitz im Bächelkin allein und tauer ihr nach. Wir sehen uns nur noch selten, kann sein zwischen uns da liegen glatt Welten. Doch wenn ich eines weiß, wir bleiben dieselben. Und bis wir uns sehen, ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwie, irgendwann werden wir uns wiedersehen. Dann wird geweint und gelacht, wenn wir gemeinsam um die Häuser ziehen. Irgendwie, irgendwann sagt man sich auf Wiedersehen. Doch auch wenn es Zeit wird zu gehen, manche feiern. Boah, ist überhaupt nicht meine Musik, muss ich sagen, leider, ne? Also wirklich gar nicht meins, gar nicht meins. Aber ich sei ihm gegönnt. Der Typ, ich habe das Gefühl, der kann machen, was er möchte. Musik, die er selber fühlt, Musik, die halt für ihn sehr, sehr viel Bedeutung haben. Sachen, die halt, wie gesagt, sehr auf Party gehen, ne? Wo man auch als Außenstehender sehr viel, ja, versteht und auch, ne, angesteckt wird davon. Und hier, wie gesagt, eher so ein, wieder so ein Gruppengefühl, ne, mit den Freunden und so weiter, aber auch schon sehr, ja, melancholisch, würde ich schon sagen, ne, weil, ja, Zeit geht halt, ach, egal, viel zu schnell um, ne, muss man einfach sagen. Also Dinge, die ich oft bei ihm sehe, ne? Sachen, die mit Bayern zu tun haben, Alkohol, Bier, hauptsächlich eigentlich, glaube ich, ne? Und Freunde. Und natürlich BMWs. Das sollte man vielleicht nicht vergessen, ja. Ja gut, der Beamer. Hey, yeah, yeah, yeah. Manche feiern, die bleiben. Manche feiern, die vergisst man nie. Die alte Jacke und der Sneaker sitzt. Treffpunkt, wo sich der Geruch mit Diesel mischt. Ist das irgendeine Anlehnung an irgendeinen deutschen Song? Ich habe das Gefühl, dass der Anfang von den Parts irgendwie auf so ein, ich will nicht sagen, so ein Schlagerlied oder Volkslied oder irgendwie irgendwas. Da 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 da. Nee, das ist auch nicht. Keine Ahnung. Auf der Jagd nach den Momenten, die man nie vergisst. Ich mein, ganz egal wie tief der Schmerz heute sitzt, am Schießstand würde
wünsch ich mir genau das zu dir. Okay, das verstehe ich. Er bringt jetzt halt noch Zeilen mit rein, die halt nochmal ein bisschen persönlicher sind, ne, und so weiter. So ein bisschen Erinnerung und so. Und ich glaube, jeder Mensch hat sowas, ne. Egal bei was, so eine Situation, eine Aktivität, irgendwas, wo man sich denkt, so, ja, Mann, das würde ich schon gerne nochmal, entweder zum ersten Mal erleben oder halt einfach diese Situation nochmal erleben, ne, klar. Heute Nacht sind wir Helden, reißen Mauern ein und trinken aus Kelchen. Und wenn's vorbei ist, bleiben wir trotzdem dieselben. Denn bis wir uns sehen, ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwie, irgendwann werden wir uns wiedersehen. Denn wir werden weint und gelacht, wenn wir gemeinsam um die Häuser ziehen. Irgendwie, irgendwann sagt man sich auf Wiedersehen. Ich finde, im Vergleich zu den anderen Songs von ihm hat der Song irgendwie was Trauriges in dem Text, so auch, ne, wie er singt. Dieses Hohe ist nicht so meins, muss ich sagen, aber man merkt irgendwie, dass es eine andere Bedeutung hat für ihn, als die, wie gesagt, die normalen Party-Songs, sage ich jetzt einfach mal, die, so wie ich das verstanden habe, auf jedem Dorffest und weiß ich nicht, was in Bayern absolut abgehen. Aber ich finde, das hat irgendwie was. Ja, wirklich was Melancholischeres nochmal. Nochmal so ein Ding, so von wegen, Zeit vergeht halt sehr schnell. Und entweder man, ne, man sieht sich wieder oder man, ne, Wege trennen sich und so weiter, ne, ja klar. Manche feiern, die bleiben. Manche feiern, die vergisst man nie. Alle, alle. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Gute Freunde, die bleiben. Gute Freunde, die vergisst man nie. Ja, ich fühle mich gerade, als wäre das irgendwie so ein Intro für so eine ARD-Serie oder so. Wisst ihr? Nicht so, so der Arzt vom Land oder irgendwie sowas, der Landhausarzt oder der, ich weiß es nicht, der auf dem Schiff arbeitet. Und dann kommt irgendwie am Anfang so das Intro-Lied und so weiter. Irgendwie, irgendwann. Ja, irgendwie solche Vibes hatte es, ne? Ah ja. Nicht so ganz meine Mucke, ne? Aber ich verstehe diese Liebe. Ich verstehe diese Liebe zur Musik.